Hallo, wer mich kennt, weiß, dass ich ein kleiner Nudelkasper bin. Ich könnte wirklich jeden Tag Nudeln essen. Damit es nicht langweilig wird, gibt es natürlich immer verschiedene Soßen. Also ich esse jetzt nicht wirklich jeden Tag Nudeln, aber falls es so wäre, würde es auch jeden Tag verschiedene Soßen geben. Und eine Nudelsoße möchte ich dir heute zeigen, welche ich besonders ganz, ganz gerne mag. Und zwar eine vegetarische Bolognese ohne Soja, dafür mit roten Linsen. Für die Veggie Bolo brauchst du folgende Zutaten: eine Zwiebel, die fein gewürfelt ist, klein geschnittene Möhren, zwei große, dann eine Paprika, die auch schon klein gewürfelt ist, 75 Gramm rote Linsen, ein Esslöffel Tomatenmark, 250 Gramm Tomaten, dann an Gewürzen alles einen gestrichenen Teelöffel, Salz, Pfeffer, Paprika süß, Chiliflocken und getrockneten Basilikum, eine große Zehe Knoblauch, 500 Milliliter passierte Tomaten und 100 Milliliter Rotwein. Des Weiteren brauchst du auch gleich noch etwas Öl, um die Sachen anzubraten. Als erstes gibst du die Zwiebel zum Öl hinzu, lässt die so für ca. 3 Minuten andünsten, gibst dann die rote Linsen hinzu, brätst die mit an. Dann kommt das Gemüse hinzu, also erst Paprika und die Möhren, die brätst du dann auch kurz mit an, gibst dann die Tomaten hinzu. Fügst den Tomatenmark hinzu, rührst das alles um und löschst das dann mit dem Rotwein ab. Dann gibst du die passierten Tomaten hinzu und die Gewürze und presst den Knoblauch noch drüber. Dann wird alles für ca. 15 bis 25 Minuten köcheln lassen, bis die Linsen für dich eine angenehme Konsistenz haben. Ich mag das ganz gerne, wenn die noch ein bisschen bissfest sind. Wenn du das nicht so gerne magst, dann lass die Bolo wirklich so für ca. 25 bis 30 Minuten köcheln. Falls dir alles zu sehr einköcheln sollte, dann kannst du einfach noch etwas Wasser hinzugeben. Das streckt die Soße ganz gut. Die Soße riecht schon einfach so, so lecker. Da bekomme ich direkt Lust auf Nudeln. Deshalb werden die jetzt noch schnell gemacht und dann kann die Soße auch schon gegessen werden. Wenn du die vegetarische Bolognese ohne Soja, sondern mit roten Linsen auch mal nachmachen möchtest, kannst du gerne unten in der Infobox auf den Link klicken. Da findest du dann das Rezept auf meinem Blog und kannst es einfach nochmal nachlesen. Bis zum nächsten Mal, deine Janika.